Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac. Ja, ich werde dieses Indie-Adventure einfach mal jetzt zocken. Ich habe es vorher schon mal kurz angezockt, aber nicht ernsthaft. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht so viel dazu zum Spiel sagen, sondern würde ich sagen, geht einfach los, ja. Genau, geht einfach mal los. Ja, das ist der erste Raum, den man immer betritt. Hier findet man dann so eine Art Tutorial, wie es halt funktioniert. Okay, hier ist schon der erste Raum mit Gegnern. Ja, Gameplay ist eigentlich ganz einfach. Man schießt halt mit seinen Tränen die Gegner ab und ja. Genau, und sammelt eben Sachen. Zum Beispiel das blaue ist hier ein extra Leben. Ja, genau. Ja, was dann wirklich schon passiert. Welche Seelen hoch? Der ist ein Akku. Extra, das Spiel läuft irgendwie mit einem verdammten Spiel durch. War bei mir auf dem Netbook jetzt gar nicht so. Ja, jetzt habe ich eine Münze aufgesammelt, hier in diesem Kackhaufen quasi. Findet sich öfter mal was. Ja, ist halt wie bei Zelda ungefähr, kann man es vergleichen. Eine Pille habe ich gefunden, die kann ich auch gleich mal ausprobieren. Okay, die war nicht so gut, die hat mir Leben gezockt. Ja, diese gelben Türen bringen mich halt in meine Schatzkammer. Findet man auch meistens was. Buch der Schatten, eine Spezialattacke. Ja genau, Spezialattacken kann man halt immer mit Space einsetzen. Okay, ich halte mal kurz in die Optionen. Reinschauen. Ja, okay.
gut, okay. Maus noch aus dem Bild raus. Ja, ich will es wahrscheinlich erstmal kurz testen. Wie so, ob man nicht so gut hören kann und so, den Game Sound auch also. Ja, man, die Gegner haben natürlich auch sowas wie mal wie Tränen. Die können eben mit diesem Blut schießen. Ich muss sagen, das ist schon verdammt rasant, das Gameplay hier an diesem PC. Ja, ich weiß nicht, ob das so geplant ist oder ob das eigentlich so generell für langsamere PCs ausgelegt ist. Weiß ich nicht. Noch eine Pille gefunden. Ah, cool. Jetzt verstehe ich, dieses Gas kann man einsetzen gegen Gegner. Ja, also, wir sind schon, ein paar Sachen sind mir schon begegnet beim Anzocken, aber... ich werde euch das später mal zeigen, es gibt halt massig Sachen. Ja, es geht halt darum, man sieht hier Basement 1. Bin ich gerade. Und man muss halt immer weiter tiefer vorbereiten. Isaac vs. Monstro. Das ist jetzt eine Art Bosskampf. Oh Gott. Ja, das Tempo muss mich einfach ein bisschen gewöhnen. Oh, Scheiße, der zockt mich voll aus. Aua. Ja, die Story habt ihr hoffentlich alle verstanden, weil so ein bisschen Englisch war ja wohl noch nicht drin. Denke ich mal. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich probiere mal jetzt dieses. Ah, eine Art Schutzschild habe ich. Ja, das ist eben hier ein Boss. Einer von. Wie viel es gibt, 8 Stück oder so. Und man kann natürlich auch anders in die nächste Ebene kommen. Aha. Gut, jetzt habe ich Bosskampf geschafft. Pentagramm. Oh, jetzt bin ich evil. Ja, und durch diese Fallgruben kommen halt dann in die nächste Welt. Und okay, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich jetzt schon hier zocke. Weiß gar nicht genau. Ich werde jetzt einfach mal da reinspringen und dann träumt man halt meistens erstmal, wenn die dann sehen. Ja, also der Isaac ist schon so ein ziemliches Opfer, wenn man es mal so will. Und na, er träumt natürlich auch dementsprechend. Er ist nichts gegen Opfer, aber. Oh, eine Truhe. Ja, also man kann alles recht einfach, der Spielaufbau. Was eine Spezialattacke ist. Was man für Pfeile man hat. Und das ist eigentlich schon alles. Ja, also oben sieht man halt auch, man kann nur drei Sachen sammeln, Bomben, Münzen und Pfeile. Quatsch. Schlüssel kann man halt in verschiedene Räume rein. Münzen kann man sich entweder das kaufen oder halt Glücksspielautomat. Gucken wir mal, was gewinnt. Yay. Oh, ich sehe gerade, ich habe aus Versehen die Tür hier schon mit dem Schlüssel geöffnet. Ja genau, hier kann man sich halt jetzt für das Geld was kaufen. Wenn man den genug hat. Ja, das Feuer kann man natürlich auch ausheulen, sozusagen. Nein! Das ist eben das Problem, wenn man hier dagegen läuft, dann tut man gleich mal ein Stück rein. Die Geschwindigkeit, ich bin überhaupt nicht gut von daher. Thank you.
mal das. Oh, hier ist schon ein kleiner Höhleneingang. Das ist immer so ein Fragezeichenraum. Okay, hier steht eine Leiche rum und ein anderer Glücksspielautomat. Den werde ich jetzt nicht benutzen. Nee, gerade den hier vorhin vielleicht schon mal benutzt. Wieder. Baseline 2. Es gibt dann noch Case 1, Case 2. Und dann noch Depths, also 1 und 2. Bei 2 ist man halt. Bei 2 ist die Mutter, die man da irgendwie so weit wie möglich bekommt. Das wird dann schon deutlich schwieriger als jetzt. Ich werde jetzt mal aufsprengen, damit ich in die Truhe komme. Was war noch was anderes? Scheiße, wisst ihr noch, was sie gemacht hat? Ich probiere es mal aus. Ach so, so ein Schutzkammer. Okay, das behalte ich jetzt eigentlich ziemlich gut. Jetzt habe ich es zwar schon eingesetzt. Aber... Ah, auf mein Leben ist ab. Ja, die meisten Gegner haben halt zwei Modi. Einmal den normalen Modus und einmal den Akro-Modus. Ja, ein Silber-Modus. Eine Pille. Bad Trip. Ja, weiß man jetzt schon, was das ist? Sehr lustig. Ja, die Welt einsetzen. Naja, einfach mal rein in den Bosskampf. Larry Junior. Oh Mann, das geht aber schnell. Weil der diesen Gegner zum Großen findet, der ist nicht mal dabei, damit beschäftigt, mich aktiv zu töten, das ist ja krass. Irgendwie macht er es immer nur so, dass du da aus Versehen reinlatschst, aber ich finde das irgendwie untergrußlicher, weil man da irgendwie. Aua, zum Beispiel. Man erwartet einfach nicht, dass der irgendwas, dass der dich tot macht. Ich kann nicht auf den sagen. Ich bin hier total baff erstmal, wie rasant das Ganze abläuft. Dann wird das Ganze halt deutlich langsamer. Eigentlich völlig anderes Spiel, irgendwie leichter, aber es wird einfach anders sein. Selber ist auch langsam, also. Hat ja. Hier, ich habe irgendwie den Schuh von der Mutter gefunden oder sowas. Yeah. Beste Reichweite der Trainer. Und in die nächste Ebene.